Mein Name ist Daniel Gärtner und wir starten heute mit dem Ganzkörper-Workout Kick Special. Wir werden sehr viel mit den Beinen unterwegs sein, sehr viel kicken und dementsprechend auch richtig ins Schwitzen kommen. Seid ihr bereit dazu? Geht's los, packen wir es an. Wir wärmen uns auf. Wir machen eine leichte Grätsche, nach oben strecken, wir atmen ein. Zur Seite ausatmen. Noch einmal, nach oben einatmen. Zur Seite aus, streckt euch, macht euch lang. Streckt die Beine, den Oberkörper nach unten hängen lassen. Ganz leicht aufs rechte Bein, rechtes Bein andehnen, leicht dynamisch. Wir gehen tief und tief und tief. Der Wechsel auf die andere Seite, linkes Bein. Stretch, easy, tief. Noch zweimal, ein letztes Mal. Wir drehen uns, hinteres Bein auf dem Fußballen, tiefer Ausfallschritt. Und auch hier leicht dynamisch arbeiten, tief. Und tief, tief. Wechsel auf die andere Seite. Leicht dynamisch. Tief, tief. Und einmal zur Mitte zurück. Wir greifen auf die Innenseite der Knie, drücken die Beine leicht nach außen, bewegen unser Gesäß rechts, schieben es nach links, rechts, nach links. Stütz dich nach unten auf den Boden ab. Geh auf die Fersen. Fußballen sind in der Luft, mach eine leichte Grätsche, dass du hier eine angenehme Dehnung spürst, aber nicht zu weit, der Körper ist noch kalt. Geh ein bisschen tiefer runter, halt noch die Spannung. 4 Sekunden, 3, noch 2, 1. Langsam zurück, Beine schließen. Wir nehmen das Kinn auf die Brust, greifen die Hände, machen einen leichten Rundrücken, schieben uns weit nach vorne, halten die Spannung. 4 Sekunden, 3, 2, locker nach oben strecken, Handflächen zeigen nach oben, Blick nach oben richten. 4, 3, 2. Entspannen, locker lassen, bleib noch einmal hier. Linkes Bein über das rechte Bein verschränken. Linken Arm nach oben strecken, wir greifen das linke Handgelenk, ziehen uns lang und beugen uns zur Seite. Halten die Spannung. 4, 3, 2. Wechsel auf die andere Seite, rechtes Bein über das linke. Strecken, lang machen. 4, 3, 2. Langsam lösen. Zurück zur Mitte. Okay, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Energie. Nach oben strecken. Wir atmen ein. Nach unten. Richtig ausatmen. Noch einmal nach oben einatmen. Nach unten aus. Okay, packen wir's an. Lockert euch nochmal durch. Springseil in die Hände. Wir springen auf den Fußballen. Wir machen uns warm. Ganz easy. Ganz locker. Locker warm springen, genau. Stell dir vor, das ist das Springseil und wir arbeiten im Sprung. Locker, jawohl, sehr schön. Easy going. Und bist du fit? Ja? Okay, so. Aki, wie sieht's bei dir aus? Bist du fit? Jawohl, super. Es geht los, erste Runde. Die Beine in die Grätsche und schließen. 5, 6 und go. Hopp und hopp. Easy going zum Aufwärmen. Noch 4, noch 3. Nimm die Arme zum Jumping Jack. Hopp. Zieh mit. Noch 4, noch 3. Die Beine in die Grätsche und hopp, cross, sehr schön. Auch hier die letzte Runde noch, 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, wieder Seil springen, easy, Springseil wegwerfen und wir marschieren auf rechts, locker auf rechts. Wir bauen jetzt jeden Kick langsam noch einmal auf und dann geht's los. Fertig. Erste Runde. Der Knee lift. Rechtes Bein. Drei marschieren. Linkes Bein. Und hoch. Knie. Marschieren. Knie. Marschieren. Knie. Marschieren. Noch 4-mal. 4. Körperentspannung. 3. Spannung halten. 2. Ready. Double time. Und go. Knie. 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 Versuch den Körper in Spannung zu halten. Eine Runde noch. Noch 8. Noch 7. Noch 6. Noch 5, noch 4, noch 3. Wir marschieren erneut auf rechts. Mach das gleiche mit dem Frontkick. Denke daran, versuche aus dem Knie gerade zu kicken. Kick, marschieren, kick. Achte auf den Knie, überstreckt das Bein nicht. Versuch die Spannung zu halten und zum Aufwärmen noch ganz locker, noch ganz entspannt. Okay? Eine Runde, Double Time. Und kick, 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 kick. Kick, bleib ruhig, bleib locker, bleib entspannt. Die letzten 4 noch, komm. 4, 3, 2, wir marschieren von vorne.
locker. Alles in der Kombination. Gleich Tempo. Knee-Lift, Front-Kick. Okay, ready? Fäuste nach oben. Es geht los in 4, in 3, in 2 und go. Knie und Knie. Front-Kick. Knie. Kick. Stell dir vor, du trittst gegen den Sandsack. Versuch dir einmal die Hüfte mitzunehmen und gibst mehr Speed im Kick. Auf geht's, hier. Pam. Knee-Lift. Versuch bei jedem Kick auszuatmen. Tief in den Bauch hineinatmen. Hier, Spannung. Come on. Zieh. Front-Kick. Front-Kick. Sehr schön. Letzte Runde. Eine geht noch. Eine noch, die letzte. 4, 3. Pum. Wir marschieren. Lockern uns aus. Tief in den Bauch hineinatmen. Hoch. Zur Seite ausatmen. Nochmal nach oben. Fäuste bleiben hier. Nächste Runde. Der Roundhouse Kick. Wir stehen. Knee Lift. Achtung. Round Kick. Lasst euer Sprunggelenk lange gestreckt. Erst kommt das Knie, dann kommt der Kick. Okay? Knie, dann kommt der Kick. Noch 4 langsam. Knie. Kick. Noch 3 langsam. Knie. Schön. Kick. Wenn du nicht so hoch kicken kannst, dann kick einfach tiefer. Ja? Versuch auch unten zu bleiben. Und wir wechseln auf die andere Seite. Knie. Jawohl. Kick. Knie. Kick. Ihr werdet sehen, bei einer guten Beweglichkeit ist der Kick auch ohne Probleme hoch möglich in dieser Position. Ja? Ihr könnt es aber auch ganz ruhig angehen und etwas tiefer kicken. Wie aufs Knie zum Beispiel. Knie lift, aufs Knie. Boom. Aufs Knie. Hopp, komm. Oh, gemein. Hm? 4, 3, double time und wechsel, go. Knie und Kick. Und Knie und Kick. Knie, Kick, komm. Knie, Kick. 4-mal. 3-mal. 2-mal. Wir wechseln auf die andere Seite. Go, come on. Knie. Round Kick. Knie. Round Kick. Knie. Round Kick. Zieh durch. Noch 4-mal. Noch 3-mal. Noch 2-mal. Pum. Und der letzte. Okay, easy. So. Letzte Runde, letzter Kick, der Sidekick. Wir stehen locker, Faust ist oben, wir blicken zur Seite, Fußspitzen zeigen in die Ecke, Standbein leicht gebeugt, Zehen angezogen, wir kicken, wir setzen ab. Wir kicken, wir setzen ab und kombinieren das Ganze mit einem diagonalen Knee-Lift. Ein Knee-Lift, ein Sidekick, ein Knee-Lift, ein Sidekick, ein Knee-Lift, ein Sidekick, der letzte. Achtung, ohne Pause, Wechsel, andere Seite. Knee Lift, Sidekick. Knee Lift, Sidekick. Knee Lift, Sidekick. Knee Lift, Sidekick. Noch 2. Knee Lift, Sidekick. Der letzte. Knee Lift. Und wir marschieren. Einatmen, ausatmen, Double Time. Okay? Geh in die Position. Blick über die Schulter. Stabiler Stand. Körper ruht auf dem Standbein. 4, 3. Fertig. Let's go. Knie. Kick. Knie. Kick. Versuche jetzt den Schnelligkeitsanteil etwas zu vergrößern. Power den Kick raus mit Spannung. Kick. Hopp. Kick. Sehr schön. Hopp. Kick. Jawohl. Zehen angezogen. Zieh raus. 4-mal noch. Zieh raus. 3-mal, Kick, 2-mal, Achtung, Wechsel auf die andere Seite und Knie, Kick, Knie, Sidekick, komm, zieh, Sidekick, Sidekick, zieh, Sidekick, zieh, Sidekick, zieh, Sidekick. Okay, die letzten 8, auf geht's, noch 8, noch 7, hierher, pum, noch 6, komm, pum, noch 5, pum, zieh durch, 4, komm, pum, 3 noch, pum, 2 noch. Und Seil springen. Locker bewegen. Sehr schön. So, wir sind aufgewärmt. Packen wir es an. Ja, nach oben tief in den Bauch. Hoch einatmen. Ausatmen. Knee lift, Front Kick. Let's go. Knie. Kick. Knie. Come on. Kick. Zieh durch. Kick.
versucht mal bei dem Kick einen akustischen Schrei, ein akustisches Signal vorne rauszuschreien, sodass sich der Körper komplett anspannt. Wir versuchen das Ganze traditionell japanisch mit einem Heiß. Okay, versucht's mal. Beim Kick ein Heiß. Eins, zwei, Heiß! Heiß! Eins, zwei. Ah, da geht mehr, oder? Da geht mehr, komm. Heiß! Heiß! Mehr Power, komm, mehr Power. Zieh hoch. Heiß! Heiß! Viermal. Hopp. Heiß! Heiß! Dreimal. Kraft. Heiß! Heiß! Zweimal. Kraft und Spannung. Heiß! Heiß! Und der letzte. Laut. Okay, Knielift. Seite, da bleibe stehen. Nur das linke Knie geht. Hoch, on up. Hoch, on up. Noch vier. Noch drei. Noch zwei, ready? Double time. Nur das Knie und. Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen. Zieh, zieh, zieh. Eine Runde noch. Acht, sieben, sechs, fünf. Mach genau hier weiter. Versuch das Bein oben zu lassen und nicht abzusetzen. Eins, zwei, drei, komm. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, sieben, sechs, fünf, go. Vier, drei, langsam wechseln und hoch, hoch, easy. Zieh das Knie nach oben, nimm den Arm entgegengesetzt mit, spann den seitlichen Bauch an. Jawohl. Vier, drei, Tempo und go. Und hopp, 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 hopp. Bauch ist angespannt, jawohl. Knie ein bisschen höher. Sehr schön. Vier, drei, versuch das Bein oben zu lassen. Eins, zwei, drei, komm. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, die letzten acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker. Seilspringen. Nach oben strecken, tief in den Bauch. Hineinatmen, ausatmen. Noch einmal Frontkick, Frontkick mit Knielift zuvor. Vier, drei, ready, let's go. Knie, Knie, Kick, Kick, auf geht's. Knie, Knie, ziehen, ziehen. Achtung, Double Knielift, Double Knielift. Eins, zwei, eins, zwei. Double Knielift. So, letzte Runde, Single Knielift. Single Front Kick, okay? Vier, drei, ready, let's go, come on. Knie, Kick, Knie, Kick, Knie, hua, zieh. Viermal, dreimal, hua, zweimal und der letzte. Pom. Okay, nach oben strecken, einatmen, hoch. Legen wir los, locker Seil springen, die Arme nach oben, Jumping Jack, ready, set, go! Jumping Jack. Letzte Nacht. Acht, sieben, sechs, fünf. Achtung, Knee Lift. Ready, let's go. Knie, Knie, Knie. Ziehen, 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 ziehen. Letzte Runde. Acht, sieben, go. Sechs, fünf, vier, drei. Knee Lift, Round Kick. Knee Lift, Round Kick. Knee Lift, Round Kick. Zieh, Kick, zieh. Kick, zieh, kick, zieh, kick. Vier, drei, Jumping Jack. Hopp, Jumping Jack, beweg dich, komm. Woo. Spannung halten, letzte Runde. Acht noch, so, sieben und sechs und fünf und vier und drei. Knee Lift, let's go. Nicht schlapp machen, zieh durch. Volle Power, lass den Bauch angespannt. Sehr gut, vier, drei, Knee Lift. Round Kick, come on. Zieh, Kick. Die letzten vier. Die letzten drei. Zwei. Jumping Jack. Come on. Jump, 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 jump. Alles fit? Alles fit? Alles okay soweit? Gut. Jump, jump. Vier, drei. Knee Lift, Round Kick. Knee Lift, Round. Knee Lift, Round. Come on. Kick Special. Vier, drei, zwei, Wechsel, andere Seite. Vier noch, komm, vier, drei, zwei mehr,
Wechsel andere Seite, nur viermal. Vier, drei, go, come on. Zwei, eins, wechsel, hopp, hier. Vier, kick, come on. Drei, kick, zwei. Wechsel, zwei, zwei. Wechsel, go. Zieh. Nochmal, zwei, zwei. Achtung, eins, eins, ready, let's go. Hopp, kick, hopp, kick, hopp, kick, hopp, kick, 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 hopp und der letzte Jumping Jack und Jump. Woo. Nach oben, komm, Spannung halten, Tempo halten, 8 noch, 7 noch, 6 noch, 5, 4, knee lift, fronky, fronky und knee, knee, kick, kick, ziehen, ziehen, nicht schlapp machen. Viermal noch, die letzten vier, komm mal. Vier. Drei mehr. Zwei mehr. Knie lift, diagonal. Side kick, go. Diagonal. Diagonal. Versuch die Spannung zu halten, Rücken gerade. Knie sauber nach oben ziehen, Bauch in Spannung, komm. Vier, drei, Wechsel, go. Zieh, komm, zieh. Alles okay bei euch? Sieben noch, sechs, fünf, viermal, dreimal, Wechsel andere Seite, come on. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Wechsel, go. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Wechsel, go. Vier, drei, Wechsel, go. Vier, drei, Wechsel, go, come on. Vier, drei, Wechsel, go. Vier, drei, 2, 2, 1, 2, zieh, 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 4, 3, Jumping Jack, beweg dich wieder, sehr schön, hopp, hopp, letzte Runde, 8 noch, go, 7, 6, 5, 4, 3, Seilspringen, locker, nach oben strecken, einatmen, atme tief in den Bauch. Noch einmal, tief in den Bauch. So, alles okay bei euch? Wir stehen stabil. Fäuste nach oben, Blick zur Seite. Körper dreht sich ein, Stellung, Sidekick. Wir beginnen, Knee Lift, Sidekick. Easy going, Knee Lift, Sidekick. Knee Lift, Sidekick. Knee Lift, Sidekick. Wer ist die Knie raus? Boah. Erst im Knie. Vier noch. Boah. Drei noch. Boah. Zwei noch. Fertig, der letzte. Wir wechseln auf die andere Seite. Langsam. Knee lift über die Schulter. Zieh die Zehen ran. Körperspannung. Boah. Knee lift. Körperspannung. Knee lift. Körperspannung. Noch viermal. Hopp. Oh, zwei noch. Oh, der letzte. Vier, drei, double time. Let's go, come on. Knie, kick, knie, kick. Bam, come on, zieh. Drei noch. Zwei noch, ohne Pause. Wechsel andere Seite, go. Zieh, kick. Bam, hopp, bam. Woo. Vier noch, mehr, go. Drei, okay, go. Zwei. Wechsel andere Seite, komm on. Vier, drei, zwei, wechsel andere Seite. Vier, drei, zwei, wechsel andere Seite. Zwei, wechsel, zwei, wechsel, zwei, wechsel, komm on, zieh, zwei. Wir versuchen, eins, eins, hopp, hopp. Zwei noch. Und der letzte. Zieh. Jumping Check. Bewegung halten. Komm, Jumping Check. Alles okay? Alles klar? Letzte Nacht. Sieben, sechs, fünf, noch vier. Wir machen eine kleine Pause. Nach oben ein. Zur Seite aus. Trinkt einen Schluck. Nehmt euch eine kleine Pause. Und sofort sind wir wieder hier.
So, ihr spürt, sobald man mit den Beinen arbeitet, ist der Körper ziemlich aktiv, weil ungefähr 2/3 der kompletten Körpermuskulatur in den Beinen vorhanden ist. Und aus dem Grund muss der Körper pumpen, 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 um den Sauerstoff überhaupt bereitstellen zu können. Ja? Man spürt es am Puls, Herzfrequenz schießt hoch. Wir haben noch die letzten 10 Minuten vor uns. Wir geben noch einmal Gas. Versuch mitzumachen. Hier gibt es 3 verschiedene Stationen. Wir kicken langsam. Wir kicken moderat. Wir kicken so schnell es geht. Du wirst gleich sehen, wann wir hier mit einsteigen. Versuch's. Seilspringen. Locker bleiben. Locker. Dreh dein Standbein leicht nach außen. Zieh dein Kickbein gerade hoch. Und versuch auf jeden 4. Beat zu kicken. Kick. Kick. Round kick. Kick. Easy. Kick. Wenn es nicht mehr geht, versuchst du das Bein einfach oben zu halten und trotzdem weiter zu springen, okay? 8, 7, 6, komm, 5, 4, 3, 2 und kurze Pause, locker, ausspringen. Wir wechseln auf die andere Seite und ging's gut? Ja, ging's auch gut? Zieht rein, gell? Okay, 4, 3, Stellung, langsam, kick, 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 sehr schön, kick, kick, etwas schneller, gleich bleiben, so schnell es geht, super, komm mal, zieh, 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 hierher, kick, 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 8, 7, go, 6, 5, super, 4, zieh durch, 3, 2, wow, perfekt, lockes Einspringen, wir haben noch eine Runde, andere Seite, einatmen, ausatmen, nochmal nach oben einatmen. So, versuch jetzt hier, so gut es geht mitzumachen. Wenn du merkst, dein Bein drückt sich nach vorne, wenn du merkst, es geht überhaupt nicht mehr, die Muskulatur ist erschöpft, dann versuch einfach, das Knie zu halten. Versuch leicht zu springen, vollkommen okay. Achte auf die Gesundheit, dann bist du auf der sicheren Seite. Packen wir es an, bewegen, locker Seil springen. Bein nach oben, Standbein nach außen drehen. Knie bleibt hier. Wir haben noch Spannung. Wir brauchen noch 4, 3. Wir beginnen langsam. Und kick. 2, 3, 4. Kick. 2, 3, 4. Kick. Kick. Noch 4-mal. Kick. Noch 3-mal. Versuch zu halten. 10 jetzt zusammen beißen. Jawohl. Dampf mit Kahn. Wer will. Kick. 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 Und ich versuch's auch mal. Dampf mit Dampf. Komm an. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, vorbei, easy. Okay, wir wechseln auf die andere Seite. Ein letzter noch, okay? Einen Pack machen. Standbein, Knie hoch. Es geht los in 4, in 3, in 2, langsam. Kick, 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 kick. Wer will, etwas schneller. Wer will, so schnell es geht. Und wir haben's. Locker Seil springen. Nach oben einatmen, hoch. Zur Seite ziehen. Letzte Runde. Die letzten 2 Minuten. Okay, wir marschieren. Einatmen. Ausatmen. Nach oben ein. Zur Seite aus. Wir bleiben hier stehen. Beginnen von vorne. Nur Knee-Lift. 5, 6, go. Nur Knie. Nur Knie. Die letzte Runde. Dann haben wir es fast geschafft. Ziehen. 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 Achtung. Nur eine Seite. Und. Nur eine Seite. Knee-Lift. Knee-Lift. Wir bleiben hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wechsel, andere Seite. Nur das Knie. Und geht. Komm, mach höher. Höher. Hoch. Hoch. Super. 4, 3. Wechsel. Knee-Lift, Front-Kick. Knee-Lift, Front-Kick. Komm, 4-mal noch. 3-mal. 2-mal. Wir wechseln. Andere Seite. Und go. Komm, 8. 7. 6.
5, go! 4 noch. 3 noch. 2 noch. Knie lift, nur außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letzte Runde hier. 8, 7, 6. Okay, 4, 3, wechsel und go! Zieh das Knie, komm, zieh, 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 zieh. Die letzten 8. 7, 6, 5, Knie lift, Round Kick, let's go. Vier noch, drei noch, zwei noch und ein letztes Mal Wechsel andere Seite, komm. Hop, Kick, Hop, Kick, Hop, Kick. Zieh durch, viermal noch, drei noch, zwei noch. Wir marschieren. Super. Geht's gut noch? Haben wir noch Kraft? Ja. Nach oben einatmen. Hoch. Zur Seite tief. Leichte Grätsche. Wir bleiben hier. Ex-Kick. Wechsel. Ex-Kick. Ein neuer Kick. Versucht das Bein von außen nach innen zu kreisen. Locker. Double time. Und eins, zwei, 3, komm, 4, es geht auch hier, es geht auch hier, es geht aber auch hier oder hier. Auf geht's, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch, wir versuchen's, double time und hopp, 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 letzte 8. 7, go, 6, 5, 4 und das war's. Locker bewegen, wir gehen kurz in die Kniebeuge, tief und halten die Spannung. Wir bleiben tief, 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 4, 3, wir laufen, Beine hoch, ziehen, 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 Beine hoch, Beine hoch, Beine hoch, ziehen, 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 jawohl. Das ist der Endspurt, okay? Die letzte 8, come on. 8, 7, go. 6, schneller. 5, schneller. Letzten 4, go. 3, go. 2, go. Und wir haben es geschafft. Locker bewegen. Nach oben. Nach unten ausatmen. Nach oben ein. Okay. Bleib kurz hier. Gemeinsamer Cooldown. Es war anstrengend. Wir marschieren. Auf rechts, easy. Aktive Erholung. Achtung, Step Touch. Let's go. Easy. Step Touch. Kleiner Schritt. Vollkommen ausreichend. Nach oben strecken. Nach oben ein. Side to side. Ganz locker. Ganz entspannt. 8, 7, 6, 5. 4, 3, ganz locker, Leg Curl. Leg Curl. Entspannt euch. Letzte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marschieren. Wir bleiben stehen, suchen einen stabilen Stand. Nach oben strecken. Zur Seite ausatmen. Nach oben ein, nach vorne ausatmen. Und nochmal. Mit Schwung nach oben ein, nach vorne. Okay, das war die Cardio-Einheit, Kick Power. Mach eine kurze Pause, trink einen Schluck und dann sehen wir uns gleich wieder beim Krafttraining. Super, durchatmen, easy going. Okay, wir haben eine kleine Mischung vorbereitet, sodass der ganze Körper nach und nach trainiert wird. Wir beginnen immer mit den größten Muskelgruppen und wandern dann allmählich runter zu den kleinen Muskelgruppen. Und du wirst es auch merken, wir bauen langsam auf und zum Schluss kommt nur noch das Bauchtraining und dann haben wir es geschafft. Also, ziehen wir durch, wir brauchen die Matten. Dankeschön.
So, wir beginnen mit der ersten Übung. Sie schließt eigentlich an dem Bein- und Kicktraining an. Versuche einen stabilen Stand zu finden. Spannung bleibt gerade. Strecke die Arme so weit es geht nach oben. Öffne den Armrumpfwinkel und versuch dein Bein zur Seite leicht abzuspreizen. Spannung, Bauch ist angespannt, Becken leicht nach vorne gezogen. Es beginnt, Seitheben und absetzen. Fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lucky, 10, jawohl. Achte darauf, dass der Körper auch hier in Spannung bleibt, das Becken leicht nach vorne schieben, Arme strecken, Armeinhaltung, genau. Letzte Runde noch, bleib gerade, ein bisschen höher, jawohl, Spannung halten, super, und 6, jawohl, 2 und 1, stabiler Stand, Arme bleiben in Hochhalte, zur Seite beugen, fertig, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aki? Jawohl. Arm Rumpfwinkel öffnen. Spannung halten. Jawohl. Jawohl, super. Hierdurch. Gerade. Die letzten 10. 10. Super. 8. 7. 6, komm, Spannung halten, 5, 4, 3, 2 und entspannen, super. Okay, wir machen eine kleine Dehnung, schließt die Beine und bringt euer Gesäß nach schräg hinten, die Beine, in die Knie in die gegensätzliche Richtung, geht hier in die Position und drückt leicht nach. Wir gehen tief, schieben unseren Po nach hinten außen und wechseln auf die andere Seite. Auch hier leicht nach hinten außen, stretch, easy. Easy. Okay, gut. Wechsel auf die andere Seite. Bereit? Wir versuchen, die Wiederholungsrate etwas zu erhöhen. Schnellere Frequenz. Körper bleibt genauso in Spannung. Okay, nach oben strecken. Ein kleiner Tipp. Versuche, dein Standbein leicht nach außen zu drehen, um das Knie zu schonen. 3, 2, fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Lass jetzt dein Bein oben, wir halten die Spannung und versuche den Oberkörper leicht in die Waagerechte zu neigen. Spannung, Spannung. Wir haben noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Entspannen, auslockern. Okay, Wechsel auf die andere Seite. Gerader Blick, gerader Stand. Spannung im Bauch, Arme nach oben strecken, leicht zur Seite beugen. 4, 3, fertig und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halten. Seitstellung. Wir bleiben hier. Spannung. 4, 3, 2, locker lassen, Spannung bleibt. Okay, wieder durchschütteln. Und wir merken es hier im seitlichen Rippenbogen, seitliche Bauchmuskulatur, aber auch unser Gesäß ist maßgeblich beteiligt. Gut, kurze Dehnung. Linkes Bein übers rechte Bein stellen, wir greifen das Handgelenk, ziehen uns nach oben, machen uns lang, Stretch. Zur Mitte, Popo raus, Stretch hier. Leicht dynamisch, leicht dynamisch. Okay, Wechsel, andere Seite. Nach oben strecken, lang machen, zur Seite ziehen. Okay, locker lassen, Gesäß nach außen drücken, leicht nachfedern, hopp, 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 hopp. Okay, so, letzte Runde, letzter Satz. Wir haben 20 Wiederholungen. Die ersten 10 ganz langsam, ja, und die zweiten 10 etwas schneller. Spannung, hoch, fertig und es geht los. Und 1, und ab. Und 2, und ab. 3, Spannung halten. 4, du kannst ruhig den Körper etwas mehr neigen. Jawohl, jawohl. 7, 8,
9, versuche das Bein oben zu halten. Und jetzt geben wir Gas hier. Hoch, 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 hoch. Arme lang. 8, 7, 6, komm, 5, 4, 3, 2 und ohne Schwung. Okay, super. Auslockern, durchbewegen. Letzte Runde, andere Seite noch einmal. Okay, stabiler Stand. Spann den Bauch an, Arme nach oben strecken. Zur Seite neigen. Langsam und 1 und 2, 3, 4, 5 ohne Schwung, 6 ohne Schwung, 7, 8, 9 oben halten und wir geben Gas und 10, 9, 8, 7, go, 6 höher, 5, 4, 3, 2 Arme lang lassen. Ah, okay. Lockert euch aus. Bleibt hier, macht eine leichte Grätsche, greift in das Handgelenk, ziehen uns hoch und jetzt etwas tiefer, etwas mehr zur Seite, Bogenspannung bilden. Wechsel andere Seite, Stretch. Und zurück zur Mitte, schließt die Beine, noch einmal das Gesäß nach hinten schieben, leicht dynamisch, easy. Und wir wechseln, andere Seite. Okay, bleib stehen, die Wirbelsäule entspannen, Arme nach außen, leicht eindrehen nach rechts, leichten Schwunganteil aufbauen. Noch zweimal, noch einer und gut. So, jetzt kommt noch eine wirklich anstrengende Übung und zwar einbeinige Kniebeugen mit einer kleinen Variation. Wir brauchen dazu eine Erhöhung, einen Stuhl oder eine Bank. Die holen wir uns jetzt und dann geht es sofort weiter. Okay. So, ein bisschen rüber. Wir starten mit dem rechten Bein vorne und legen jetzt einfach nur das linke Bein nach hinten auf. Sieht so aus, ich bleibe in der Position. Hinteres Bein bleibt hier. Und versuchen in der Position eine einbeinige Kniebeuge zu machen, achten aber darauf, dass die Kniescheibenspitze nicht zu extrem nach vorne neigt. Ja? Das heißt, nicht hier in dieser Position bleiben, sondern machen einen großen Schritt nach vorne, ungefähr eine normale Schrittlänge, das ist der richtige Abstand. Versucht das Gleichgewicht aufzubauen, hinteres Bein rauf, anwinkeln, Körper gerade, Arme entweder locker in der Taille oder in der Position, in der du dich wohlfühlst. Wir gehen tief, wir beugen, wir strecken. Wir beugen, wir strecken. Und 3. Und 4. Und 5. Langsam. Und 6. Langsam. Und 7. Super. Und 8. Und 9. Und 10. 5 mehr. 5. Super. 4. Achte darauf, dass du nicht zu weit nach vorne ausweichst, sondern bleib einigermaßen hier auf der Linie und wir haben es schon geschafft. Wir wechseln, lockern kurz aus auf die andere Seite. Gehen die gut? Ja. Achte auf den Abstand. Schritt nach vorne, hinteres Bein aufstellen, Gleichgewicht finden und es geht los. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Super. 9. Fuß ruhig ein bisschen mehr nach hinten. 10. Jawohl. 5 mehr. Jetzt ist besser. 4 mehr. 3 mehr, 2 mehr und der letzte. Okay. Auslockern, durchbewegen. Beginn die. Ja. Gleich wechsel auf die andere Seite. Wir machen jetzt nur 12 Stück. Okay. Nach oben, in die Position. Okay. Kurz Pause. Bleibt hier. Halte die Spannung. So. Das Ganze kann man natürlich auch mit einem Zusatzgewicht machen. Eins für die Helen. Jawohl. Und etwas Größeres und Schwereres für den Aki. Okay. Gut. Fertig. 3, 2, ready und go. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. 9. 10. 2 mehr. 1. Wir versuchen unten zu halten. Wir bleiben hier. Bleibe hier, bleibe hier, bleibe hier, bleibe hier. Zieh hoch.
und locker aus, entspann dich. Und wie geht's mit den Hanteln? Alles okay? Gut, Wechsel auf die andere Seite. Spannung aufbauen, Bein auflegen. 3, 2, fertig und go. Und 1, und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Achtung, 2 noch. 2, Becken vor und unten halten. Bleibe hier. 5, 4, 3, 2, entlastet. Super. Auslockern, durchbewegen. Eine letzte Runde haben wir noch. Legt die Hanteln kurz ab. Wir dehnen uns. Wir sorgen für neue Kraft, für neuen Schwung in der Muskulatur. Wir greifen das rechte Fußgelenk, Beine sind parallel und ziehen das Bein nach hinten in die leichte Dehnung. Becken bleibt vorne, beide Beine parallel zueinander. Wechsel. Kurz auslockern, auf die andere Seite, gerade Stand, zur Seite ziehen, Stretch nach hinten, das Lächeln schadet nie, locker lassen, ausschütteln. So, dritter und letzter Satz, auf geht's. Wir machen nur 8 Stück, okay? Die letzten 8. In die Position, gerader Körper, auflegen, 3, 2, fertig und 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2, unten bleiben halten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und hoch, auslockern, durchschütteln, jetzt haben wir nur noch einen, okay? Nur noch den letzten. Fertig, in die Positionen. Aufsetzen, Blick geradeaus, Spannung. Und es geht los. Und 8, 7 und 6 und 5, 4, 3, tief, komm, 2, unten bleiben, halten, halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh. Okay, auslockern, durchbewegen, Hanteln wieder ablegen, wir gehen wieder in die Dehnung, rechtes Bein erhoben, Spannung aufbauen, kurz andehnen, locker lassen, richtig ausschütteln und wir wechseln auf die andere Seite, kurz dehnen, halten, locker lassen, ausschütteln, so. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, das Beintraining ist vorbei. Die schlechte ist, das Brusttraining fängt jetzt erst richtig an. Und zwar mit diagonalen Liegestütze. Und zwar Liegestütze in der Position. Kennen wir alle. Nur jetzt versuchen wir, einen Arm zu versetzen und in unseren Arm leicht nach außen zu schieben. In genau die Position. Okay? Wir beugen und strecken und arbeiten richtig mit Kraft und Spannung. So, packen wir es an. Rechter Arm vorne, linker Arm hinten, Ausgangsstellung, Spannung hoch, fertig, 3, 2, 1 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9 und 10, 5 mehr. 5, super. 4, 3, Kopf gerade. 2 und der letzte, ich bin dabei, tief. Und das war's schon wieder. Auslockern, durchschütteln. Ist ja gar nicht so leicht, oder? Okay. Streckt euch nach vorne, macht euch lang, öffnet den Armrumpfwinkel. Zieht das Gesäß leicht nach hinten, lasst euch nach unten durchhängen. Dehnt euch aus. Easy, locker. Okay. So, das war jetzt schon der erste Satz. Wir gehen gleich weiter zum zweiten Satz. Nochmal 15 Wiederholungen. Ja, 15 Stück und dann haben wir nur noch den letzten Satz. Und im letzten Satz wechseln wir die Positionen. Wir switchen 1, switchen 2. Okay, fertig. Links vor, rechts zur Seite, Spannung hoch. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4 und 5, zieh durch, und 6
und 7 und 8 und 9 und 10. 5 mehr, komm. 5, 4, 3, super. 2, Kopf gerade und der letzte, komm. Zieh, super. Okay, strecken wir uns nach vorne, machen uns wieder lang. Kurz in die Dehnung, nach unten hängen lassen. Arbeitet leicht dynamisch, leicht links, leicht rechts. Easy going. Und gut. Setzt euch kurz nach hinten ab, leichte Schwunggymnastik, Arme durchschütteln und wir bewegen uns nach hinten und nach vorne. Wir bereiten uns für den dritten und letzten Satz vor. Okay? So, kurz aufgepasst. Im letzten Satz wechseln wir links, rechts. Sobald wir den ersten Liegestütz hinter uns gebracht haben, wechseln wir sofort mit dem zweiten Arm nach vorne und ja, ziehen das genau komplett durch, bis wir 12 Wiederholungen geschafft haben. Sieht so aus. Wir bleiben hier. Wir gehen tief. Wechsel, tief, Wechsel, tief, Wechsel, tief, Wechsel. Okay, probieren wir's. Alles klar. 3, 2, 1 und tief, 1, tief, 2, tief, 3, tief, 4, tief, 5, tief, 6, tief, 7, tief, 8, komm, tief, 9, tief, 10, tief, 11 und der letzte, 12 geschafft. Okay, bleib so liegen, locker dich kurz durch, streck deinen rechten Arm nach rechts außen, dreh dich mit dem Kopf nach links oben, nimm die Schulter weit nach unten Richtung Boden, dehne die Brustmuskulatur und wechsle auf die andere Seite. Noch einmal nach vorne strecken, ganz weit und nach unten tief. Locker lassen, entspannen. So, wie geht's euch? Soweit okay? Wir bleiben bei der Brustmuskulatur. Wir machen schräge Liegestütze und brauchen dazu wieder unsere Erhöhung. Wir können das Ganze mit dem Stuhl machen oder auch mit der Bank. Stellt einfach eure Fußballen nach oben auf die erhöhte Fläche und versucht wahlweise auch mit dem Schwierigkeitsgraden zu variieren. Schwerste Position ist, die Beine bleiben komplett gestreckt. Mittlere Position leicht anwinkeln und die leichte Position geht einfach auf die Knie und geht gar nicht zu tief nach unten. Okay, wir packen es an. So. Wichtig ist in der Stellung, spannt euren Bauch an, spannt euren Körper komplett an und versucht euch vorzustellen, dass das Becken immer in so einer leichten, ja, schrägen Ebene nach hinten angespannt bleibt, um dementsprechend auch das Durchhängen in der Lendenwirbelsäule zu vermeiden. Es kann jetzt passieren, dass die Muskulatur oder weil die Muskulatur schon ziemlich erschöpft ist, dass man vielleicht nicht mehr komplett durchziehen kann. Macht überhaupt nichts, wenn es passiert, lieber frühzeitig aufhören und wirklich auf der sicheren Seite bleiben, ehe man komplett durchhängt und dementsprechend dann auch langfristige Schäden an den Bandscheiben zur Folge hat. Das wollen wir vermeiden. Ja? Okay, packen wir es an. In die Liegestützstellung, Beine nach hinten oben, Spannung halten, 3, 2, beugen und 1 und 2 und 3 und 4, 5, auf geht's. 6, 7, 8, 9, super, 10, Becken hoch, noch 10, noch 9, Becken oben, 8, 7, 6, mach kurze, 5, passt, 4, kurze, passt, 3, Becken gerade, 2, Schiffchenstellung und 1 und fertig. Okay. Wenn du jetzt hier eine Erhöhung hast, dreh dich auf die Erhöhung, leg die Hände drauf und öffne deinen Arm Rumpfwinkel. Lass dich hier aktiv nach unten hängen. Kurzer Stretch. Durch diese Erhöhung kannst du deinen Körper tiefer nach unten absenken und spürst eigentlich mehr Dehnung, als wenn du nur auf der ebenen Fläche bist und das Ganze unten auf dem Boden machst. Okay? Zweiter Satz. Nur 15 Stück. Wir versuchen es zu machen und zwar eine kleine Variation.
10 Stück normales Tempo, die letzten 5 Stück etwas schneller, aber dafür auch kürzer. Fertig, in die Position, gerader Blick, gerader Stand, Becken anspannen, 3, 2, 1 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte, 1, Achtung kurz, 5, 4, 3, 2 und das war's. Okay, auslockern, durchschütteln, dreh dich wieder zum Stuhl, mach dich lang und lass dich nach hinten unten durchhängen. Stretch, easy. Okay, so, setz dich kurz ganz gemütlich auf den Stuhl. Schwunggymnastik, nimm den Arm oder beide Arme, zieh die Arme nach hinten, schwing sie links, rechts, auch mal leicht nach oben und nochmal nach oben. Okay, so, wir haben noch einen letzten Satz vor uns, den dritten. Okay, dritter Satz, fertig. Wir machen nur 10 Wiederholungen. Achtung, 5 Stück normales Tempo, 5 Stück wieder kurz und etwas schneller. Beiß rein, versuch's durchzuziehen. Nach oben, fertig. 3, 2, 1, los geht's. 5, 4, 3, 2, 1, kurze. 5, go. 4, 3, 2. Und das war's. Okay, auslockern, durchschütteln. Wieder zum Stuhl. Lass dich nochmal nach unten durchhängen. Kurze Dehnung, Stretching. Okay, wir machen eine kleine Pause, trinken einen Schluck, lockern uns nochmal richtig durch und dann treffen wir uns wieder mit dem stehenden Seitheben. Wir wandern jetzt allmählich von der Brust nach hinten zum Rückenbereich. So, für diese nächste Übung brauche ich 2 Kurzhanteln. Oder auch wahlweise wieder ein Tube. Theraband geht genauso. Wir arbeiten aktiv. Wir arbeiten mit den Hanteln viel koordinativer als zum Beispiel mit Fitnessmaschinen. Fitnessmaschinen sind optimal für den Reha-Bereich oder auch für das isolierte Training. Aber durch das Training mit den Freihanteln können wir noch viel mehr für die intra- und intermuskuläre Koordination tun. Das heißt einfach, das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Muskelpartien im Körper wird dadurch durch dieses freie Training viel, viel mehr beansprucht und gefördert. Und dementsprechend ist es auch langfristig sinnvoller. Jeder Profisportler arbeitet immer mit Kurzhanteln, weil es eben nicht nur isoliertes Training darstellt, sondern auch die Kombination zwischen den Muskelgruppen. Okay, sind wir wieder soweit? Packen wir es an. Wir greifen die Hanteln, achten jetzt darauf auf eine stabile und saubere Stellung. Wir beugen die Beine ganz leicht und schieben das Becken leicht nach hinten, sodass wir hier ein Hohlkreuz im Lendenwirbelbereich aufbauen können. Bleiben in der Position und bringen den Oberkörper fast waagerecht nach unten. Winkeln dabei die Ellenbogen etwas an und heben die Arme im 90-Grad-Winkel zur Seite, nach außen und lassen sie wieder nach unten senken. Fertig und 1. 2 und 3, gerader Rücken, 4, 5, 6, durchziehen, komm, 7, 8, 9, 10, 10 mehr, 10, 9, 8, 7 und 6 und 5 und 4, kommt sie durch, 3, letzten 2 und der letzte. Okay, ablegen, entspannen. Kinn auf die Brust nehmen, wir greifen die Hände, schieben uns weit nach vorne. Stretch, oberer Rücken. Locker lassen und gut.
zweite Runde, genauso. Es kann jetzt passieren, dass wir vielleicht die ersten 5 bis 8 Wiederholungen mit den Hanteln schaffen. Und dann kann es passieren, dass plötzlich keine Wiederholung mehr möglich ist, weil die Muskulatur schon ziemlich erschöpft ist. Lass die Hanteln einfach liegen und mach ohne Hanteln weiter. Okay? Genau das Gleiche gilt für das Tube. Es ist sehr, sehr schwer, weil man natürlich mit so einem Expander, wenn man mit dem arbeitet, verstärkt sich der Zug, je weiter oder je größer der Radius wird. Und dementsprechend ist es hier am Endpunkt ganz, ganz schwer, wenn es hier auch nicht begehen sollte, ohne weitermachen. Und es passt genauso. Zweite Runde, zweiter Satz. Handen greifen, Beine leicht beugen, 15 Stück. 3, 2, 1 und go. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Super. 9, kurzer Radius, 10, 5 mehr, 4 mehr, okay, liegen lassen, 3 mehr, tiefer, 2 mehr, Bleistift zusammendrücken, einer mehr und das war's, entspannen. Okay, bei dieser Übung hat man einen Vorteil, dass man nicht nur die obere Rückenmuskulatur trainiert, sondern natürlich auch unten den Rückenstrecker, weil der immer die Spannung halten muss. Sobald der Rückenstrecker entspannt ist und locker ist, rutscht man automatisch hier in diesen Rundrücken rein und den wollen wir vermeiden. Aus dem Grund sparen wir den Rückenstrecker an und schon ist man gerade und die Wirbelsäule auf der sicheren und gesunden Seite. So, dritte Runde. Geht's wieder? Zu den Hanteln. Die letzten 10 Wiederholungen. Stellung 3, 2, fertig und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5, komm. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Wer will, versucht außen zu halten. 10. 10. 10. 10. 10. Okay. Ablegen. Kurze Dehnung. Kinn auf die Brust. Greift nach hinten in die Kniekehlen und zieht euch mit einem runden Rücken leicht nach oben. Stretch den ganzen Rücken. Wir halten noch 4 Sekunden. Noch 3. 2, lassen los, gut, fertig für die nächste Runde, okay, bleib bei den Hanteln und wahlweise kannst du hier vielleicht etwas schwerere Hanteln nehmen, weil die nächste Übung für die Schultermuskulatur gedacht ist und die hat in dieser Position meistens etwas mehr Kraft. Man kann diese Übung mit 2 Hanteln machen und zwar, man nennt sie einfaches Rudern, Oberkörper bleibt ganz gerade, stabiler Stand. Die Hanteln aus der Position nach schräg oben führen. Die Ellenbogen bilden dabei den höchsten Punkt. Wir ziehen am Körper hoch und senken. Wir ziehen am Körper hoch und senken. Wenn ich jetzt hier aber etwas schwerer trainieren will, greife ich mir eine schwere Hantel, greife diese Hantel mit 2 Händen in genau der Position und gehe hier hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Geht genauso. Okay? Packen wir es an. Stellung aufbauen. Fertig. Fertig. In die Position. 3, 2, 1 und hoch und ab. Hoch und ab. Zieh. Zieh. Und 5. Und 4. Und 3. Und 2. 1. Noch 10 mehr. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Nach oben. 3. Ellbogen nach oben. 2. Und der letzte. Okay, kurze Pause, gerade Rücken, ablegen und durchschütteln. Schwunggymnastik, leicht links, leicht rechts bewegen. Geht die Übung mit dem Tube? Ist okay? Ja. Man kann auch wahlweise hier auch mit einem Griff arbeiten. Ein Griff in dem Sinn, dass man die beiden Griffe links und rechts fixiert zu einem Griff. Genau, du greifst hier und ziehst sie ganz normal nach oben. Ist auch eine Variation. Eine weitere Variation wäre, die Tubes, ich nehme mal kurz, über Kreuz zu nehmen, um somit auch die Spannung zu verstärken. 1, 2 wäre auch eine Möglichkeit. Wir ziehen hier diagonal. Ja? Wahlweise probieren.
Dementsprechend hast du von Training zu Training eine andere Variation und setzt immer wieder einen anderen Reiz auf die Muskel. Und dadurch steigt der sogenannte Anpassungsfaktor. Und vielleicht geht es schneller, dass du richtig fit wirst. Packen wir es an. Auf geht's. Gerader Rücken. 3, 2, 1 und go. Und hoch. Und 2. Und 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Achtung, bleib hier. 5 langsam. Hoch, hoch, hoch. Halten. Tief, tief, tief. Noch 4. Zieh, zieh, zieh nach oben, tief, tief, tief. Noch 3, komm, zieh, 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 langsam tief, tief, tief. Noch 2, langsam tief. Und ein letzter, hoch, 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 zieh, tief, tief. Tief, okay, auslockern. Wieder durchbewegen, ausschütteln, leichte Schwunggymnastik. Und jetzt dehnen wir die Schulter, rechten Arm gerade nach vorne strecken. Von unten greifen, leicht zur Seite ziehen, Schulter bildet den tiefsten Punkt, leicht nach oben in die Schräge. Okay, Wechsel, andere Seite, kurz auslockern. Tief und wir ziehen nach schräg oben. Halten kurz. Okay, lockern uns aus. Durchschütteln und machen uns bereit für den dritten und letzten Satz. Nur 10 Wiederholungen. Okay? 10 Stück zu den Hanteln. In die Ausgangsstellung. Gerade Rücken. Es geht los. 3, 2, ersten 5. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Langsam. Hoch, 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 halten, tief, tief, tief. Noch 4, komm, zieh, 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 halten, tief, tief, tief. Noch 3, hoch, 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 halten, tief, tief, tief. 2 noch, zieh, 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 tief, tief. Und der letzte, nach oben. Nach oben, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier und entspann. Okay, gut. Durchbewegen, wieder leichte Dehnung, erst Schwunggymnastik und dann dehnen wir wieder den Arm zur Seite. Nach oben ziehen, in die Schräge, kurz halten, Schulter nach unten drücken, loslassen, Wechsel auf die andere Seite, Stretch. Okay. Gut, wir bleiben gleich in der Position und zwar, es geht weiter mit der nächst kleineren Muskelgruppe und zwar mit dem Bizeps, der Armbeuger. Das heißt eigentlich, wir starten mit dem Obergriff. Obergriffposition, drehen, rück und tief. Okay, let's go. Spannung aufbauen. Wenn du mit den Tubes arbeitest, dann versuch nicht hier waagerecht zu greifen, sondern greif links und rechts, sodass du auch hier ohne Probleme variieren kannst. Weil wenn man hier in der Position greift, dreht sich das Handgelenk nicht richtig rund und somit ist die Übung auch nicht unbedingt so toll auszuführen. Okay, in die Position. Ellenbogen am Körper, Obergriff, 4, 3, 2 und go. Hoch, dreh, dreh und tief. Und 2, tief. Und 3, und 4. Und 5. Und tief. Und 6. Drehen, drehen und tief. 7. Und tief. 8. Drehen, drehen, tief. 9. Drehen, drehen. Du spürst vielleicht die Unterarme. Wir müssen hier ganz viel mitarbeiten. Und wir haben noch 10 Stück. Ellenbogen bleiben am Körper. Noch 9 Stück. Noch 8 Stück, noch 7 Stück, tief, hoch, 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 etwas mehr beugen, geht tief, jawohl, genau, super, jetzt passt er, tief, richtig in die Streckung, jawohl,
Wie viel haben wir noch? Ich glaube, 4 Stück noch. Noch 3 Stück. Komm, hoch. Nur noch 2, die letzten 2. Hoch. Und der letzte, komm. Gib Gas. Und geschafft's. Super. Und, merkt man's? Ja. Die Übung werdet ihr jetzt vielleicht auch sehr stark in den Unterarmen spüren, weil die natürlich das Zusatzgewicht, die Hantel halten müssen. Und wenn man hier in der Stellung nicht nach hinten klappen will, sondern wirklich auf ein gerades Handgelenk achtet, dann kann es schon passieren, dass der Unterarm irgendwann mal zu brennen beginnt. Ja? Aber genau aus diesem Grund sind wir ja hier. Wir trainieren ja aus dem Grund, um langfristig besser zu werden. Zweiter Satz. No retreat, no surrender. Auf geht's. Spannung. 3, 2, fertig und hoch. 1. Und 2. Und 3. Und 4. Komm. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. 5 mehr, Aki? Ja. 5 mehr, gut. 5. Und 4. Und 3. Und 2. Und der letzte. Und locker. Möchte man gar nicht glauben, dass so leichte Hanteln irgendwann so schwer werden können. Okay, auslockern, durchbewegen, Handflächen nach unten zeigen lassen. Leichte Schwunggymnastik nach außen, dehne den Bizeps und mit denen auch den Unterarm. Bleib hier, lass die Fingerspitzen nach unten zeigen. Greife von unten die Hände, geh kurz in die Dehnung. Mach den Arm lang. Zieh auch hier leicht nach innen, sodass sich der Ellenbogen nach außen drückt. Lass locker, schüttel durch und wechsle auf die andere Seite. Von unten greifen, Unterarm dehnen und leicht nach innen drehen. Position halten, halten, locker lassen, ausschütteln. So, wir haben nur noch einen Satz. Okay, packen wir es an zu den Hanteln. Gerader Rücken, die Ellenbogen bleiben wieder am Körper. Spannung bleibt. Ready, steady und go. 1 und tief. 2 und tief. 3 und tief. 4 und tief. 5 und tief. Und 6. 7 und 8 und 9. Achtung, der letzte. Eine kleine Gemeinheit oben lassen und wir drehen nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und okay, vorbei. Wir machen eine kleine Pause, lockern uns durch, trinken einen Schluck und sind gleich wieder mit der nächsten Übung zurück. Puh. So, wir bleiben kurz beim Bizeps und machen noch einmal eine Übung speziell für den oberen Teil des Bizeps mit den Konzentrationscurls. Das heißt, wir arbeiten nur einseitig, konzentrieren uns hier also komplett auf einen Arm, auf einen Bizeps. Achten darauf, wenn wir mit den Handeln arbeiten, dass der Ellenbogen komplett am Körper bleibt. Nimm das Bein, mit dessen Arm du arbeitest, das heißt quasi mit dem rechten Arm, das rechte Bein nach hinten. Und versuche in der Position den Körper mit dem Ellenbogen ja, schon fast zu fusionieren. Das heißt, der Ellenbogen bleibt am Körper. Drück den Oberkörper leicht nach vorne, bilde einen ganz, ganz leichten Rundrücken und arbeite hier komplett isoliert nur mit dem Oberarm. Und du wirst es spüren, dass sich genau der obere Teil des Bizeps richtig anspannt und richtig aufpumpt. Okay? Legen wir los. Entweder mit den Hanteln oder auch wahlweise mit dem Theraband oder mit dem Tube. Mit einer. Genau, eine Hantel. So, Position aufbauen, leichter Ausfallschritt.
Arm gestreckt, Ellenbogen am Körper. Okay, wir gehen hoch, wir gehen ab. Und zwei. Und drei. Richtig pumpen. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn mehr. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Und sechs. Und fünf. Und vier. Und drei. Und zwei. Und wechsel. Andere Seite. Kurz auslockern, kurz durchschütteln. Okay, wechseln. Alles klar? Leichter Ausfallschritt. Spannung bleibt. Fixieren. Achte immer auf das gerade Handgelenk. Okay? Arm lang. Becken leicht nach vorne. Strecken Arm. Genau. Schieb das Becken leicht vor. Hoch. Fertig. Und wir packen es an. Und eins. Und zwei. Und Hand gerade. Jawohl. Drei. Vier. Zieh durch. Komm. Fünf. Sechs. Spürst du was? Sieben. Acht. Langsam. Neun. Langsam. Zehn. Zehn mehr. Zehn. Neun. Und acht. Und sieben. Und sechs. Und fünf. Vielleicht haben wir es langsam. Vier. Langsam, komm. Drei. Langsam. Zwei. Und der letzte. Okay. Locker lassen. Ausschütteln. So, gleich wechsel auf die andere Seite. Wir sprechen hier von der sogenannten lohnenden Pause. Das heißt, wenn der eine Arm arbeitet, hat der andere Arm ja Pause. Aus dem Grund ist der schon wieder erholt. Und es geht gleich weiter. In die Position. Stellung aufbauen. Drei, zwei, fertig. Fertig. Und go. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Achtung. Neun. Der letzte. Zehn. Fünf langsam. Eins. Zwei. Drei. Vier. Beugen. 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 Hoch. 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 Beugen. 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 Komm, noch drei. Hoch. 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 Langsam. 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 Noch zwei. Hoch, 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 tief, tief, spürst du was? Mhm. Jawohl, der letzte. Und hoch, noch höher und tief, tief, tief und gut. Wechsel, andere Seite genauso. Ausschütteln noch kurz. Fertig, Position einnehmen. Spannung halten, gerade. Drei, zwei, eins und wir pumpen. Und zehn, neun. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Langsam und jetzt hoch, 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 tief, tief, tief. Noch viermal. Und hoch, 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 tief, tief, tief. Noch dreimal. Und hoch. Hoch, 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 tief, tief. Wenn es nicht mehr geht, geh mit dem zweiten Arm mit und führ einfach hier genau den letzten Druck, den du brauchst, nach oben und mach eine saubere Ausführung. Okay? Ich glaube noch zweimal. Stimmt das? Zweimal noch? Tief, tief, tief. Und der letzte. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und tief, und tief, und entspannen, locker lassen. Okay, ja, es pumpt. Ja, können wir gleich mal einen Bizeps-Vergleich machen? Ja. Okay, wir wechseln auf die andere Seite und packen noch den letzten Satz an. 12 Stück. Arme lang. Position einnehmen. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 2, 1 und der letzte. Und gut. Okay, Wechsel, andere Seite, letzte Runde. Ellbogen fixieren, stabile Stellung, Bauch anspannen, hoch,
fertig und los geht's. Und eins und zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, noch zwei und der letzte. Okay, kurze Pause, auslockern. Wir machen eine leichte Schwunggymnastik. Nach außen, leicht rotieren, bewegen. Der Gegenspieler des Bizeps ist der Trizeps. Und jetzt haben wir noch zum Schluss ein kleines Special vorbereitet. Ihr kennt die Übung vielleicht schon. Liegestütze im hohen Dreieck. Ja, ich mache es kurz vor. Wir bilden mit den Händen eine Dreiecksposition. Zeigefinger und Daumen berühren sich. Wir bleiben hier unten. Versuchen jetzt hier mit einer hohen Körperstellung den Armrumpfwinkel zu öffnen und gehen langsam den Armen nach hinten, sodass wir eigentlich fast mit den Armen einen 90-Grad-Winkel zum Boden bilden. Und jetzt versuchen wir hier die Nase genau zwischen das Dreieck reinzubringen. Nase rein und wieder hoch. Das ist die schwerste Ausführung. Etwas leichter wird es, wenn wir langsam nach vorne gehen und hier versuchen, tief zu kommen und dann wieder hoch. Noch leichter wird es, wenn wir leicht auseinander gehen, die Arme in der Position lassen und hier beugen und strecken. Okay, legen wir los. Das sind die letzten zwei Übungen. Einmal noch hier Trizeps und eine letzte richtige Trizepsübung und dann sind wir fertig. Dann kommt nur noch die Bauchmuskulatur und dann haben wir es geschafft. Dann waren wir richtig tapfer. Tough. Okay, in die Position. So, lass mich aufräumen. Dreiecksgriff, Becken nach oben, Spannung. 3, 2, fertig. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Langsam. 7, langsam. 8, unten halten. 9, tief. Und 10. 5 mehr, 5. Super. Und 4, Trizeps, Schulterbereich auch noch. 3, 2. Und der letzte muss gar nicht so tief gehen, das reicht's. Okay, Pause. Auslockern und durchbewegen. Wenn es nicht mehr geht, dann versuch ruhig eine halbe Bewegung zu machen. Es passt genauso. Wer es mal richtig hart will, das heißt, wer das Maximale aus dieser Übung rausholen möchte, macht mal einen kleinen Versuch. Einfach gerade nach unten auf den Bauch legen, die Hände nach hinten greifen oder fassen lassen. Merkt euch genau den Punkt, an dem ihr mit den Fingerspitzen auf den Boden auflegt. Das heißt, genau dieser Punkt hier hinten, den merke ich mir. Jetzt gehe ich langsam nach hinten, bleib mit den Füßen genau auf dieser Linie, wo ich bin. Bleib auch mit den Händen auf dem Punkt, den ich mir eben gerade gemerkt habe. Gehe in die Mitte, bilde hier das Dreieck, bilde damit auch hier ein hohes V und versuch mal in der Position tief zu kommen und aus der Position wieder rauszudrücken. Ja? Das wäre die maximale Anstrengung für den Bizeps. Ihr könnt es mal zu Hause probieren. Aber wir machen es leicht abgeschwächt, weil wir haben noch den zweiten Satz mit 12 Wiederholungen. Auf geht's. In die Position. Nach oben, fertig und los. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, Kopf gerade und acht und neun, komm. Und zehn, zwei noch, elf und der letzte, 12. Okay, Pause. Auslockern und durchbewegen. Ausschütteln, kurz dehnen, gebt dem Trizeps wieder Kraft. Rechten Arm nach oben strecken, wir greifen es. Den Ellenbogen, ziehen den Ellenbogen leicht nach hinten, hinter den Kopf. Kurz Stretch, locker lassen, ausschütteln, Wechsel auf die andere Seite. Kurz dehnen, Stretch, easy going. Und lösen, Wechsel andere Seite. Letzte Runde, packen wir es an. 10 Stück. Nur die letzten 10. Dann sind wir fertig. Dann kommt die letzte Trizepsübung. Auf geht's. 3,
2, 1 und go. Und 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5. Komm. Und 4, aufpassen auf den Rücken. 3, auf den Rücken aufpassen. 2, leichtes Schiffchen. Und 1. Okay, super. Nehmt euch ganz gemütlich einen Stuhl oder eine Bank, setzt euch drauf und lockert euch kurz durch. Wir brauchen das noch für die letzte Übung. Kurze Dehnung, Arm nach oben, Stretch. Okay, lockern, wechseln auf die andere Seite. Stretch. Wechsel auf die andere Seite. Arm nach vorne, wir dehnen nochmal die Schulter. Okay, auch hier lösen, Wechsel auf die andere Seite. Okay. Wir machen ganz einfache Stuhldips. Ja? Leichte Position, die Beine komplett anwinkeln, Körperschwerpunkt leicht nach hinten nehmen, mittlere Position, die Beine leicht nach vorne, aber angewinkelt lassen. Und die schwere Position machen wir beide, die Beine komplett gestreckt lassen, um somit auch den Körperschwerpunkt etwas mehr nach vorne zu verlagern. Und dementsprechend muss auch der Trizeps mehr arbeiten. Okay, packen wir es an. 3, 2, Tempo und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie viel noch? 10, komm. 9, 8, go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, durchhalten. Und 1. Okay, geschafft. Nur 2 Sätze. Nur noch die letzten 2 Sätze. Fertig. Kurz durchbewegen. 20 Wiederholungen. Ja? 20 Stück. Und im letzten Satz nur 10 Wiederholungen. Und dann haben wir es geschafft. 3, 2, 1 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Achtung, ein Bonus, bleibt so, tief und hoch und tief und hoch und tief und hoch und Pause und Pause. Okay, auslockern, durchbewegen. So, letzte Runde, letzter Satz, wir machen eine kurze Pause, greifen mit einem Arm oder mit der Hand nach hinten zum Oberarm, massieren den Trizeps etwas durch, dass er noch mehr Kraft hat für die letzte Runde, für den letzten Satz. Wechseln auf die andere Seite. Lockern, durchbewegen. Gut. 15 Stück. Nach vorne. 4, 3, 2 und go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, langsam, 5, hoch, langsam, 4, hoch, zieh durch, komm, 3, hoch, 2, hoch und der letzte, und 1, okay, so, wir haben es fast geschafft, jetzt kommt nur noch die Bauchmuskulatur. Und dann sind wir fertig. Nehmt mal das Kinn auf die Brust, lockert euch etwas durch. Der ganze Rücken dehnt sich. Wir machen uns lang, weit nach vorne strecken. Und gut. Damit geben wir uns in die Liegeposition, nach unten auf die Matte und starten mit einer etwas komplexeren Übung, und zwar mit dem Beinkreisen in einer V-Position. Kommt gleich mit nach vorne. Ich zeige es euch kurz. Oberkörper bleibt wieder gerade, versucht das Becken leicht nach vorne zu nehmen. Position nach hinten abstützen, heißt quasi, dass die Arme in der Position den Körper aufrecht halten. Versucht die Beine, wenn es geht, nach vorne zu strecken und bleib hier in der Position. Wir kreisen die Beine. Eine Runde. Eine Runde. Genau diese Position aufrechterhalten, okay?
Versuchen wir das Ganze. Wenn es zu schwer wird oder wenn ihr merkt, dass es hinten in den Bandscheiben zieht, versucht die Beine etwas näher anzuwinkeln. Das heißt, den Schwerpunkt auch näher zur Körpermitte zu führen. Und dann funktioniert es auch noch. Wenn es gar nicht geht, Pause machen und erst in der nächsten Übung wieder einsteigen. Ready? Also, Position, Rücken gerade, strecken, 3, 2 und es geht los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rücken gerade, 9, 10, andersrum, 1, 2, und 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9 und der letzte und 10. Okay, lockern, ausschütteln. Wir legen uns jetzt flach nach hinten auf den Boden. Lockern die Beine etwas durch, winkeln die Beine an, machen eine leichte Grätsche. Strecken die Arme geradeaus nach vorne und versuchen durch einen kurzen Crunch die Fersen zu berühren und wieder nach hinten gerade abzusetzen. Okay, fertig, langsam und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo steigern. Kurze, kurze, ziehen. Jawohl. Auf geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Pause. Okay. Tief durchatmen. Tief in den Bauch hinein. Lass die Beine ruhig mal nach links fallen. Atme tief in den Bauch. Wechseln nach rechts. Okay. Wir gehen etwas tiefer nach unten, arbeiten mit dem Beckenboden und der unteren Bauchmuskulatur. Legt die Arme links und rechts neben den Händen, legt die Arme links und rechts neben den Körper auf den Boden ab. Streckt die Beine gerade nach oben. Bleibt in der Position und versucht nur durch den leichten Gegendruck der Arme das Becken nach oben zu strecken und wieder zu senken. Achtung, fertig und es geht los. Und 1 und 2 und 3 und 4, hierher, 5, komm hoch, 6, berühre die Hände, 7, hier sind wir, 8, hier bin ich, 9, hoch, 10, 10 mehr, 10, hier hoch, 9, jawohl, und 8, und 7 hoch, jawohl. Und 6. Alleine, ganz alleine, komm, ganz alleine. Noch 4, alleine hoch, komm. Und 3, spann ich an. Und 2, spann ich an. Und der letzte, hoch, jawohl, super, auslockern. Gut, letzte Runde. Wir kommen zu einer Spezialtechnik und zwar den sogenannten Aki Crunches von unserem Aki. Eine super Übung für die seitliche Bauchmuskulatur. Winkel dazu ein Bein an. Das rechte Bein, in dem Fall nach oben strecken. Die Hände stützen den Kopf und wir arbeiten diagonal. Versuch nach oben, diagonal mit der linken Hand, die rechte Ferse zu berühren und wechsel die Position. Ferse berühren, Ferse berühren, Ferse berühren, okay? Wir bleiben hier, arbeiten zunächst nur auf der einen Seite und dann wechseln wir auf die andere Seite und zählen langsam runter, sodass wir zum Schluss wechselseitig arbeiten. Okay? Fertig. 3, 2, es geht los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wechsel. 5, 4, 3, 2, wechsel. 5, 4, 3, 2, und jetzt wechselseitig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Und entspannen. Das war's, wir haben es geschafft. Bleibt liegen, lockert die Beine aus, legt euch ganz flach nach hinten und atmet tief in den Bauch hinein. Schließt ruhig für einen kurzen Moment die Augen, denkt an gar nichts. Versucht ganz, ganz gezielt und ganz bewusst mit dem Körper nochmal alles locker zu lassen. Geh mit dem Geiste jede einzelne Muskelpartie durch. Entspann sie. Lass sie locker. Und atme tief und fest in den ganzen Körper hinein. Okay. Winkel jetzt beide Beine an. Das linke Bein über dem rechten Bein verschränken. Durch die Beine hindurch greifen, auf das rechte Knie und beide Beine zum Körper ranziehen, bis du eine leichte Dehnung in der linken Pobacke spürst. Noch 4, noch 3, 2, lösen, Wechsel auf die andere Seite. Noch 4, noch 3, lösen und wir lockern beide Beine richtig durch. So, ein Bein bleibt angewinkelt, das zweite Bein nach oben strecken. Wir greifen das Bein und ziehen das Bein gestreckt zum Körper ran, bis wir eine leichte Dehnung hinten im Beinbeuger spüren. Halten noch 4 Sekunden, noch 3, 2, schütteln das Bein kurz durch und wechseln auf die andere Seite, nach oben strecken und das Bein zum Körper ranziehen, Spannung halten. Wir halten noch 4, 3, 2, lassen locker, durchschütteln und wir richten uns langsam nach hinten auf, setzen uns ab, schütteln die Beine nochmal kräftig durch. Machen eine leichte Grätsche, bleiben in der Position, linke Schulter zum linken Knie, rechten Arm nach oben strecken und wir beugen uns so weit, dass wir schon fast die Fußballen erreichen. Okay, langsam lösen, Wechsel auf die andere Seite, lang machen, machen großen Bogen, halte die Spannung, noch 4, noch 3, 2, langsam locker lassen, Beine schließen, richte dich noch höher auf, nach hinten abknien, bleibe in dieser Position, nimm das Kinn auf die Brust, greife die Hände und schiebe dich lang nach vorne, stretch. Und locker lassen. Wir stützen uns mit dem rechten Arm nach rechts ab, öffnen die Hüfte, strecken das obere Bein aus, machen uns nochmal lang und bilden noch einmal eine Bogenspannung. Wir ziehen uns zur Seite ganz lang. Halten noch 3 Sekunden, 2, 1, lösen, wechseln nichts, bleiben mit dem Bein vorne, Ausfallschritt und senken uns hier tief nach unten in einen weiten Ausfallschritt. Bleiben noch 4, noch 3, noch 2, schließen die Beine, lösen, wechseln auf die andere Seite, stütz, öffnen die Hüfte, strecken das obere Bein, Bogenspannung, lang machen, strecken. Noch 4, 3, 2, locker lassen, wir drehen uns, Ausfallschritt, tief, senken uns nach unten ab. Achten darauf, dass das vordere Bein mindestens 90 Grad Winkel hat. Lösen langsam, schließen die Beine, gehen nach hinten in die Hocke, richten uns langsam nach oben auf, ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben. Aktive Dehnung der Brustmuskulatur, Ellenbogen leicht nach hinten ziehen, Stretch, locker lassen, nach oben strecken, Sauerstoff tanken, einatmen, nach unten durchschwingen. Und noch einmal, nach oben einatmen, nach unten aus. Okay, wir haben es geschafft. Das war die Cardio-Kick-Einheit.
90 Minuten voll Power. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch oder dir auch. Bis zum nächsten Mal.